In der Bundesliga ist beim FCBN das Verhältnis von Tore und Gegentore 3:2. Wenn der FCBN nun 60 Tore geschossen hat, wie viele Gegentore hat er bekommen? Hierbei handelt es sich um sogenannte Verhältnisgleichungen. Diese Verhältnisgleichungen sind ein Teilgebiet der Bruchgleichungen. Und zuerst müssen wir aus unserem gegebenen Text, aus der Aufgabe, unsere Bruchgleichung aufstellen. Hier heißt es jetzt das Verhältnis von Tore und Gegentore. Verhältnis heißt, man dividiert diese beiden Größen immer miteinander. Wir haben also Tore geteilt durch Gegentore. Dieses Verhältnis bleibt immer gleich. So, wir haben eine weitere Größe, nämlich wissen, dieses Verhältnis ist 3:2. So, und als weitere Größe haben wir, der FCBN hat 60 Tore geschossen. So, wir brauchen hier wieder einen Bruch und wie wir aus dem ersten Verhältnis sehen, die Tore stehen im Zähler, also müssen wir jetzt auch die 60 Tore in den Zähler schreiben. So, und wie viele Gegentore hat er bekommen? Das ist ja die Frage, das wissen wir noch nicht, also geben wir diesem unbekannten Wert die Variable x. Damit haben wir hier eine ganz normale Bruchgleichung bekommen. Ja, also wir haben das Verhältnis 3:2 ist gleich 60 Tore zu einer bestimmten Anzahl Gegentore. Diese Bruchgleichung lösen wir jetzt nach bekannten Mitteln, nämlich mit Schritt 1. Wir bestimmen die Definitionsmenge, das heißt, wir schauen, für welche Zahlen für x wird der Nenner 0. Hier haben wir keinen Bruchterm, also können wir den überspringen, aber hier haben wir eine Variable x im Nenner, müssen überlegen, für welche Zahl wird dieser Nenner 0. Ja, sieht man in diesem Fall sofort. Also Definitionsmenge ist die Grundmenge ohne die Zahl 0. Weil wenn ich die 0 einsetzen würde, würde es heißen 60 geteilt durch 0 und das ist eine nicht erlaubte Rechnung. So, lösen wir die Bruchgleichung. Bruchgleichungen lösen wir am einfachsten, indem wir über Kreuz multiplizieren. Das heißt, links unten wird mit rechts oben multipliziert und rechts unten wird mit links oben multipliziert. Dadurch entsteht hier so ein Kreuz. Ich fange jetzt mit dem Zähler links oben immer an. Das wären also 3 mal, und jetzt der Nenner von links unten, das wären x ist gleich, und jetzt Zähler 60 mal Nenner von links unten mal 2. Dadurch erhalten wir jetzt wieder eine ganz normale Gleichung, die wir mit bekannten Mitteln lösen können. Schritt 1, wir vereinfachen, das sind dann 3x ist gleich und 60 mal 2 sind 120. Überprüfen wir, ob wir schon richtig sortiert haben, also alle Zahlen mit x auf der linken Seite und alle Zahlen ohne x auf der rechten Seite. Das stimmt, also brauchen wir keine Strichumformung mehr, wir können gleich mal weitermachen mit der Punktumformung. Und die heißt, teile durch den Zahlfaktor vx. Das wäre in diesem Fall die 3, also teilen wir durch 3 und erhalten dadurch x ist gleich 120 geteilt durch 3 und das sind 40. So, überprüfen wir noch unsere Lösung mit der Definitionsmenge. Wir haben nur die 0 ausgeschlossen, also ist die 40 durchaus erlaubt und damit erhalten wir als Lösungsmenge die 40. Und weil hier eine Frage gestellt war, brauchen wir auch noch eine Antwort. Also als Antwort, der FCBN hat 40 Gegentore bekommen. Und damit hätten wir eine Verhältnisgleichung aufgestellt und dann mit bekannten Mitteln gelöst.